Hallo und ganz herzlich willkommen bei der aktuellen Episode von meinem Vlog. Ja, und heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Es geht um das Thema Sex and Money. Ich bin nämlich gerade hier auf der wunderschönen Insel Ibiza und fahre gerade hier mit dem Auto. Da fährt der Norbert. Hallo Norbert, wink mal. Ja, wir sind hier in einem wunderschönen Hotel in der Nähe von San Miguel. Für diejenigen, die sich hier auf Ibiza auskennen, das ist mehr im Nordteil der Insel. Hier ist es sehr einschichtig, also wie man sieht, hier hat man eigentlich nur ja so Bäume und Hügel und ja, es ist einfach hier wilde Natur. Aus dem Grund braucht man auch unbedingt ein Auto, weil ohne Auto kommt man hier nicht wirklich weiter. Und ja, wir sind jetzt gerade am Weg zum Mittagessen nach Santa Gertrudis. In ein total leckeres veganes Restaurant. Santa Gertrudis ist so ziemlich genau in der Mitte von der Insel. Und dann geht's zur Arbeit. Denn es schaut zwar so aus, als wäre ich hier im Urlaub, ich bin aber überhaupt nicht im Urlaub, sondern ich bin hier am Arbeiten, also sofern du es als Arbeit bezeichnen möchtest. Denn ich veranstalte hier zusammen mit zwei Geschäftspartnerinnen, Ute Benecke und Marie Stoffers, mein Sex and Money Retreat. Ja, das ist ein Retreat eben nur für Frauen. Und da geht's eigentlich um zwei Dinge, nämlich es geht darum, wie du deinen Money-Schuh vergrößerst und wie du deinen Sex-Schuh vergrößerst. Stellst du dir vielleicht die Frage, was soll denn das sein, ein Money-Schuh und ein Sex-Schuh? Ja, und also wie es meine Geschäftspartnerin Ute Benecke sagen würde, Sex und Geld tut Frauen richtig gut. Also sie sagt, wenn du als Frau so richtig in deine Weiblichkeit kommen möchtest, dann ist einfach wichtig, dass du dir den Sex gönnst, den du willst, so viel du willst, welchen Sex du willst, wann du willst, wie du willst, mit wem du willst. Und dass du dir natürlich auch, da rutscht mir gleich schon mein Oberteil runter, wenn ich das sage. Und ja, und natürlich, dass du dir einfach auch das Geld gönnst, das du verdienst. Ja, und das fällt vielen ganz schön schwer. Also bei mir ist zum Beispiel gerade so, ich wohne hier jetzt in einem wunderschönen 5-Sterne-Hotel und da habe ich auch ein bisschen mit mir kämpfen müssen. Ja, kann ich denn so viel Geld ausgeben und dann ein billigeres Hotel und das und das und das. Also das heißt, es ist aber wirklich so, wenn du willst, dass das Geld zu dir kommt, geht es einfach auch darum, dass du dir was gönnst. Also das Geld kannst du dir so vorstellen, ist wie eine Energie. Und das Geld geht dorthin, ja, wo es einfach am meisten anerkannt wird. Also das heißt, wenn du die ganze Zeit sagst, Geld ist schlecht, ich mag kein Geld, es ist unmoralisch, Geld zu haben, Geld ist schmutzig, dann geht es nicht zu dir. Ich meine, hallo, warum sollte das Geld dann zu dir kommen, wenn du es die ganze Zeit beschimpfst? Dann wird ja keiner machen, oder? Wird ja auch kein Mensch zu dir gehen. Und das Geld möchte einfach gut verwendet werden. Also das Geld möchte natürlich, dass du dann auch eine Idee hast, wie gibst du es aus? Also das Geld will einfach wertgeschätzt werden im Prinzip. Und das ist wirklich etwas, was Training braucht, ja, also dass du wirklich laufend deinen Money-Schuh erweiterst. Und das heißt einfach nur, dass du dir erlaubst, immer auf größerem Geldfuß zu leben sozusagen. Also das heißt, mehr Geld anzuziehen, mehr Geld willkommen zu heißen in deinem Leben und natürlich das Geld auch gut auszugeben, also das Geld wertzuschätzen, weil so schätzt man Wert Geld nicht, indem man es irgendwo spart, im Sparstrumpf versteckt oder in seinem Garten vergräbt oder sowas, das macht alles keinen Sinn, sondern indem man es zum Beispiel wunderschön anlegt, wie ich zum Beispiel. Ich habe mir dieses T-Shirt hier gekauft, auf Ibiza schon, und ich habe mir diese super coolen Boots gekauft. Ja, die finde ich sowas von cool, also die habe ich mir gestern gekauft und heute Abend geht es auf den Hippie-Markt, also da wird das Geld weiter wertgeschätzt. Ja, das mal so weit von mir. Bei uns geht es jetzt zum Mittagessen. Ja, und heute Abend geht es auf den Hippie-Markt und ich glaube, am Hippie-Markt muss ich auch noch mal ein Video machen, weil ich liebe den Hippie-Markt. Ich finde den Hippie-Markt so cool. Der Hippie-Markt ist einfach super. Also, vergrößere deinen Money-Schuh, vergrößere deinen Sex-Schuh. Beim Sex-Schuh ist es natürlich genauso wie beim Money-Schuh, ja? Also, dass du dir einfach mehr und mehr gönnst, den Sex zu haben, wie die Ute sagen würde, der dir gefällt und dich dafür auch nicht genierst, sondern dass du sagst, das habe ich mir verdient, das gönne ich mir, das finde ich richtig gut. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich esse jetzt einen leckeren veganen Burger oder veganen Salat, ich muss mir noch überlegen, mal schauen. Und genieße einfach diese wunderschöne Insel. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Genau, jetzt fahren wir hier quasi so durchs Hinterland von Ibiza. Das ist der ruhige Teil. Gestern waren wir in Playa del Bossa. Das ist dort, wo halt wirklich Halligalli ist, wo die ganzen Discos sind, Ushuaia Hotel und so weiter. Aber hier ist es total schön, total ruhig, total abgelegen, total, ja, einfach angenehm. Ich schicke dir ganz schöne Grüße. Ich freue mich schon so auf heute. Heute wird es cool, cool, cool im Sex and Money Retreat. Und alles Liebe von mir. Bis bald. Deine Mara. Tschüss.